Sie sich jetzt mit mir zusammen auf die nicht ganz extraterrestrischen Lebewesen im Star Wars-Universum. Ich begrüße Bettina Wurche. Das ist wahrscheinlich der erste Auftritt einer außerirdischen Lebensform auf dem Campus Westend. Das ist eine Premiere heute. Danke, dass Sie dabei sind. Und ernsthaft, das ist natürlich nur ein Kostüm, was ich anhabe. Ich bin eigentlich eine Vulkanierin und habe meine spitzen Ohren unter dem Leku verborgen. Für die Leute, die sich im Star Wars-Universum nicht so gut auskennen, um das geht es heute, das ist vor allem bei den jüngeren Leuten heute bekannt, bei denen, die so groß sind, die gucken so diese Clone Wars. Und ich habe im Science-Fiction-Bereich, mache ich manchmal Vorträge, so gewandelt und hatte immer meine Vulkanierin an. Und ich bin ja Vulkanierin, ich bin Wissenschaftsoffizier. Und die Kinder, die fragen mich dann immer, bist du eine Elfe? Ich denke immer, dann habe ich gedacht, okay, die kennen das alle nicht, da muss ich mich vielleicht doch mal mit Star Wars etwas wieder aufwärmen. Und habe dann gedacht, dann nehme ich davon mal ein Alien. Und das, was ich hier anhabe heute, das ist ein Twi'lek. Das sind Lekkus, was ich hier auf dem Kopf habe. Und diese Twi'leks, die haben ganz unterschiedliche Jobs. Manche sind Tänzerinnen, andere sind Pilotinnen oder Schmugglerinnen oder Jedi-Ritter oder sowas. Also man kann ganz unterschiedliche Jobs haben. Ich bin aber, glaube ich, die Erste, die vorgibt, etwas im Kopf zu haben und wissenschaftlich zu arbeiten. Dann fangen wir doch einfach mal an. Also es geht heute um den Star Wars Zoo. Und wir haben neulich gemeinsam mit einigen anderen Leuten eine Führung in einem Zoo gemacht in Dortmund, das war im letzten Jahr. Und ich denke immer, wenn ich schon so ein Kostüm anziehe, dann sollen die Kinder dabei wenigstens was lernen. Ich habe also mit denen eine Führung durch den Zoo gemacht und wir haben geguckt, welche Zootiere wir finden, die eigentlich fast genauso auch im Star Wars-Universum aussehen, nur dass sie vielleicht größer oder kleiner oder blau oder grün sind. Und das ist ein Vortrag, der sich eigentlich mit Zoologie und Paläontologie nur beschäftigt, also total wissenschaftlich. Dann kommen Sie doch mal mit auf die Reise. Also ich muss vorher noch den Haftungsausschluss ansprechen. Wir leben hier auf der Erde. Und auf der Erde, da haben wir ein paar Erfolgskonzepte für Leben. Da gibt es ein richtig gutes Erfolgsrezept. Und das sind diese unterschiedlichen Sphären, die sich überschneiden. Wir haben eine Geosphäre. Das ist das Gestein, auf dem wir stehen, die Landmasse. Wir haben eine Biosphäre, das ist alles aus der belebten Natur, das sind die Pflanzen, die Tiere, die Pilze, die Mikroorganismen. Dann haben wir die Atmosphäre, eine Gashülle. Der Wasserkörper ist die Hydrosphäre und die menschlichen Lebensräume sind die Anthroposphäre. Und diese ganzen Sphären gehen ineinander über und werden mehrfach genutzt. Und die gibt es auf anderen Planeten so erdacht auch. Zu einem Planeten und seiner Biosphäre gehören verschiedene Sachen, diese Sphären, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Wir kennen alle diese Stoff- und Wetterkreisläufe, die brauche ich Ihnen überhaupt nicht zu erzählen. Man kriegt sowas sogar in ganz klein als Kind zum selber zusammenbauen und selber nach Hause mitbringen und angucken, wie das da drin regnet und der Wasserkreislauf geht. Und bei uns ist es so, dass jeder Organismus seinen eigenen Lebensraum hat. Also jedes Tierchen hat sein eigenes Pläsierchen. Diese Biosphäre, in der wir uns befinden, hat ganz unterschiedliche Ökosysteme. Und in diesen Ökosystemen wiederum sind die einzelnen Nischen für die Organismen, die dort leben. Wir haben Tiere, Pflanzen, Pilze, Bakterien, Archaeen, möglicherweise noch ganz andere Organismen. Und das ist auf anderen Planeten eigentlich ganz genau das Gleiche. Es ist immer das Gleiche, es ist immer die Erde in Kopie und leichter Abwandlung. Und ich habe Ihnen hier mal ein paar Planeten aus dem Star Wars-Universum mitgebracht. Hier haben wir Tatooine, der ist natürlich super wichtig, das ist der Wüstenplanet, auf dem Luke Skywalker ja aufwächst, auf dem auch ein großer Teil des Filmes spielt. Und es ist ein Planet, der vollständig aus Wüsten besteht. Dann haben wir Geonosis. Da will ich jetzt nicht so viel drauf eingehen. Coelia, das ist der Planet, auf dem die Schmuggler leben. Also es ist ein ganzer Planet für die Schmuggler. Han Solo ist ja Corellianer und der ist eigentlich so von den Lebensräumen her wie die Erde. Wir haben Ozeane, wir haben Kontinente darauf, die auch grün bewachsen sind mit Pflanzen. Das kennen wir eigentlich alles. Nur die Kontinente haben eine andere Farbe und Form. Dann haben wir Hoth. Das ist dieser Eisplanet, auf dem Luke Skywalker und Leia ja auch so einige Abenteuer erleben. Das müssen wir uns gleich auch genauer angucken. Dagobah ist dieser Schlamm- und Sumpfplanet. Der sieht auch hier auf dem Bild schon so richtig schön sumpfig und schlammig aus. Und rechts davon haben wir Mon Calamari. Ich weiß nicht, ob Sie noch vor Augen haben, da gibt es so einen Admiral, so ein amphibisches Wesen. Und der sagt in einem der Filme, das ist eine Falle. Und das ist ein ganz wichtiger Admiral. Und der ist ein Wasserlebewesen, das eben auf Mon Calamari lebt.
Dann haben wir Alderaan, den kriegen wir ja eigentlich eher pulverisiert, gleich im ersten Film, den wir 1976 gebannt gesehen haben. Rylot, das ist mein Heimatplanet, dort wohnen die Twi'leks. Und Bespin, das ist eine Gaswelt. Und dort hat man ja auch die Städte nicht auf den Kontinenten selbst, sondern die Städte sind Wolkenstädte, in den Wolken, auf Stelzen und ja, ganz interessante Sachen. Okay, und dann haben wir hier die gute alte Erde. Und damit Sie jetzt bei diesem komplizierten Vortrag nicht durcheinander kommen, habe ich immer sortiert, was auf der Erde ist. Da ist dann die Erde drin im Bild und das, was nicht von der Erde ist, da ist die Erde dann eben nicht drin, damit hier jeder den vollen Überblick behält. Auf diesen ganzen verschiedenen Welten, in diesen ganzen Sternensystemen, gibt es jede Menge Aliens, einige mit mehr und andere mit etwas weniger Vernunft begabt. Und jetzt muss man sich mal in die Lage versetzen, wir hatten da George Lucas, wie ist der jetzt eigentlich zu diesem Film gekommen? Was ist dem durch den Kopf gegangen dafür? Wie ist der zu diesen komischen Aliens gekommen? Naja, und da guckt man sich einfach auf der Erde mal um. Und dann guckt man sich oben im ersten Schritt, was können wir denn von den Vorlagen benutzen? Haben wir hier irgendwas Interessantes, ein Tier mit merkwürdigen Eigenschaften? Und Schritt zwei ist immer, wie können wir es verfremden? Und ich habe mir mal überlegt, dass ich diese Mechanismen, wie man ein Alien bastelt, mal in einer Toolbox aufzeichne. Die erste wichtige Frage ist, welche Rolle soll dieses Alien übernehmen? Ist es ein Partner für einen vernunftbegabten Spieler? Ist es ein Gegner oder ist es eher Dekoration? Dann müssen wir uns als nächstes fragen, was soll es denn können? Soll es sprechen oder eine andere Form von Kommunikation beherrschen? Soll es kämpfen? Soll es süß gucken? Welches Gefühl soll es verursachen? Soll es Belustigung verursachen oder Angst? Oder Vertrauen, was ist seine Rolle in diesem Film, was muss es dafür können, wie muss es sein, welche irdischen Vorbilder und Stereotypen gibt es dafür, wie viele Arme, Beine, Flügel, Augen, Nasen, Rüssel, welche Körperform hat es, welche Bewegungen vollführt es, kann es fliegen oder schwimmen, ist es gleitend, ist es schnell, ist es langsam. Dann die weitere Frage, welche Oberfläche hat es? Ist es flauschig oder glatt wie eine Schlange? Hat es Schuppen, die sichtbar sind? Hat es größere Haartransplantate wie eine Frisur oder einen Bart oder ein ganzes Fell? Ist es bekleidet oder unbekleidet? Die Größe, Intelligenz, Farbe, Kommunikationsform? Und wo lebt es überhaupt? In welchem Ökosystem? Ist es in der Wüste, im Eis, im Dschungel oder auf einem Gasplaneten? Diese ganzen Fragen kann man sich nacheinander beantworten. Das ist ein richtiger Werkzeugkasten. Und dann kann man sich die Aliens daraus basteln. Wir können das am Beispiel Wookie mal durchmachen. Also welche Rolle hat ein Wookie? Das wissen wir alle, das ist der Kumpel von Han Solo. Und der haut ihn auch manchmal aus brenzligen Situationen heraus. Was soll er können? Ja, sprechen so ein bisschen, er knurrt ja eher so. Aber Han Solo versteht ihn immer total gut. Er ist ein bisschen wortkarg, aber es scheint trotzdem auszureichen. Er muss kämpfen können, das ist super wichtig und er ist ein guter Co-Pilot für diese alte fliegende Schüssel von Millennium Falcon. Süß gucken ist nicht so sein Job. Welche Gefühle sollte er verursachen? Angst? Naja, eigentlich nur bei den Gegnern. Wir wissen ja, der ist der Gute. Ein bisschen Belustigung verursacht er, weil es schon manchmal komisch ist, die Situation mit ihm. Eine Irritation? Naja, bei uns nicht. Wir wissen ja, dass er bei den Guten ist, weil Han Solo ja ganz entspannt mit ihm im Umgang ist. Und wichtig, er gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Es ist ein 2 Meter großes Wesen mit fiesen Fangzähnen. Er hat eine hohe Stirn, das zeugt auch für so ein bisschen Intelligenz. Er denkt nach, er ist ein bisschen zottelig, aber nicht zu doll. Er ist da, wenn wir ihn brauchen. Das ist der totale Security-Partner. Und welche irdischen Vorbilder und Stereotypen gibt es? Naja, es ist eine humanoide Lebensform. Wir könnten also große Menschenaffen etwa uns auch so als Kumpel vorstellen. Er hat 2 Arme und 2 Beine, wie wir auch. Er hat ein flauschiges Fell. Und weil dieses flauschige Fell den Körper schön kaschiert, reicht es auch, dieses Flocati-Fell als Bekleidung auszugeben. Chewbacca selbst trägt dann allerdings noch so einen Patronengurt quer über der Brust, aber den kennen Sie ja auch alle. Dann ist er ziemlich groß, er ist deutlich größer als wir. Chewbacca war im Film etwa 2 Meter groß. Ich habe mittlerweile eine ganze Reihe von noch größeren Wookies getroffen. Also mittlerweile sind die so auf etwa 3 Meter gegangen. Und die Felle sind auch richtig schön flauschig. Ich habe das jetzt selber auch erkunden können. Die riechen allerdings ein bisschen unangenehm nach Ziege. Das kommt im Film gar nicht so rüber. Aber man merkt immer gleich, wenn so einer hinter einem steht, weil dann kommt so dieser Duft von Ziege. Ist nicht sehr unangenehm, ist okay. Und wo lebt der? Die haben einen total schönen Planeten mit ein bisschen Wald und mit total netten Seen, also eine richtige Bilderbuchwelt, so fast wie Schlumpfhausen oder so, ein erdähnlicher Planet. Dann gibt es eine andere Gruppe von Organismen, die ist in den Filmen gar nicht so richtig bearbeitet worden.
Ich habe aber zwei Bücher mitgebracht. Das ist der Star Wars Führer. Und das ist ein richtiges zoologisches Bestimmungsbuch. Das heißt The Wildlife of Star Wars, a Field Guide. Und da ist alles genau aufgezeichnet und die Systematik dieser Organismen, ihre Ökologie und ihre Beziehungen zueinander sind ganz genau erklärt wie in einem richtigen Zoologiebuch. Ich bin davon völlig begeistert und ein größerer Teil meines Vortrags basiert auf diesem Buch. Das hat mich auf die Idee gebracht. Und das fand ich eigentlich noch deutlich interessanter, als in den Filmen diese Organismen nur so kurz zu sehen. Hier haben wir jetzt Reptavians. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Zoologe ist oder Paläontologe, aber ein Paläontologe oder Zoologe weiß sofort, okay, Reptavian, Reptil und Vogel. Das ist klar, das weiß auch jemand, der ein bisschen Latein kann. Und ein Biologe oder Paläontologe weiß aber, dass diese Tiere tatsächlich zusammengehören. Denn heute hat man ja auch eigentlich schon flächenmäßig mitbekommen, dass Dinosaurier und Vögel ganz eng beieinander sind und diese Lebensformen auseinander hervorgegangen sind. Ihre letzte gemeinsame Entstehung, die ist irgendwo so im Dunkel der Zeit, das dürfte vor der Trias noch gewesen sein, also wirklich schon sehr lange. Aber wir haben beide dann im Fossilbefund, wie sie sich allmählich immer weiter aufspalten. Wir wissen heute, dass Dinosaurier sehr viel vogelähnlicher waren, als man das vor 20 Jahren noch angenommen hat. Dinosaurier werden heute mit Federn rekonstruiert. Also viele von denen hatten ein richtig schönes Gefieder, allerdings noch nicht zum Fliegen, sondern nur zum Wärmen des Körpers. Und Vögel hingegen haben noch so echte Reptilienmerkmale. Wenn man sich mal die Füße von einem Vogel anguckt, die sind ja so verhornt. Und er hat den Hornschnabel, wie auch viele Dinosaurier das hatten. Er hat keine Zähne mehr. Er verdaut sein Zeug, was er so isst, mit Magensteinen, wie Dinosaurier auch. Also die beiden Gruppen gehören schon sehr, sehr eng zusammen. Und das finde ich ganz schön, dass die auch im Science-Fiction-Universum wieder zusammengekommen sind. Ja, hier habe ich das einfach nochmal aufgegliedert. Ich habe hier einmal die Archaeopteryx lithographica mitgebracht. Die gab es auf der guten alten Erde. Ich sage die Archaeopteryx lithographica. Das ist nicht so weitreichend bekannt. Das ist tatsächlich Femininum. Und dieses Tier ist kein Vogel, sondern es ist mittlerweile bekannt, es war ein Coelurosaurier. Und dieser Nachweis, der ist tatsächlich hier in Frankfurt gemacht worden von Gerald Meyer, ein genialer Paläoornithologe vom Senckenberg-Museum. Der hat nämlich das, ich glaube, 11. Exemplar der Archaeopteryx lithographica vor einigen Jahren hier in Frankfurt bearbeitet. Das Exemplar konnte hier dann nicht angekauft werden, weil ein Privatsammler aus den USA leider mehr geboten hatte, was ich sehr bedauerlich finde. Aber Gerald Meyer hat an diesem Exemplar, was hier in Frankfurt war, hat er die Hinterbeine sorgfältig analysieren können. Und bisher haben wir einfach kein Fossil gehabt, wo die Hinterbeine so offen lagen wie bei diesem. Und seit Gerald jetzt gesehen hat, wie die Krallen ganz genau aussehen, seitdem wissen wir, das Tier ist kein Vogel, sondern es ist sehr viel enger verwandt mit den kleinen bipeden Dinosauriern, den Beutegreifern. Und wir glauben auch nicht mehr, dass der irgendwie friedlich Früchte gegessen hat. Der dürfte ganz anderes geschnappt haben. Dann haben wir hier den Bambi-Raptor. Ich finde den einfach klasse, weil Bambi bringt man eigentlich nicht mit Raptor in Verbindung. Und da hat sich derjenige, der den benannt hat, echt einen Spaß erlaubt. Das ist so ein kleiner, so groß etwa. Also für uns wäre der nicht so gefährlich gewesen, aber er hätte sicherlich blöd beißen können. Das ist auf jeden Fall ein Raptor, klar. Und Sie sehen das auch. Er ist auf zwei langen Beinen, der war sicherlich sehr mobil und er hatte tatsächlich ein total hübsches Gefieder. Wir wissen heute leider nichts über die Farben der Dinosauriergefieder. Da ist in der Rekonstruktion noch nichts möglich gewesen. Die werden in allen möglichen unterschiedlichen Farben angeboten. Also es lohnt sich im Internet mal nach ihm zu gucken. Es ist oft so, dass fliegende Reptilien, nämlich diese Pterosaurier, mit Dinosauriern verwechselt werden. Das möchte ich an dieser Stelle einfach mal ganz klarstellen. Diese Pterosaurier sind keine Dinosaurier, es ist eine ganz andere Gruppe von Tieren. Die haben sicherlich irgendwo gemeinsame Vorfahren, aber die dürften eher bis weit vor die tiefe Trias gehen. Also die beiden haben sich lange, lange auseinandergewickelt und die Vögel und Dinosaurier sind viel, viel enger miteinander verwandt als die Pterosaurier und die Dinosaurier. Und diese beiden habe ich ausgewählt, weil das sind Viecher, aus denen Albträume geschnitzt werden. Die sind beide mit Flügelspannweiten von 16 Metern damals geflogen. Und das eine Tier, das heißt Quetzalcoatlus, ich finde, das ist ein toller Name für so ein Tier mit 16 Metern Flügelspannweite. Und der andere, der ist fast unbekannt, das ist ein europäischer Fund, der kommt aus Rumänien. In Rumänien gibt es einen Geopark mittlerweile und dort hat früher in der Kreidezeit, war dort eine Insel inmitten eines weiten Meeres. Ganz Südeuropa war ja ganz anders von Meeren bedeckt, war ja gar nicht der Kontinent, wie wir den heute so kennen. Und auf dieser Insel haben unglaublich viele Dinosaurier gelebt und auch diese Pterosaurier, und zwar ganz andere Formen, als man aus den ganzen anderen Fundstellen kennt. Also das ist wirklich fantastisch. Okay, kleiner Sidekick. Dann kommen wir weiter zu einer anderen Tiergruppe, die auch in diesem Bestimmungsbuch drin ist, und das sind die Reptomammalia. Haben wir wieder Reptil und Mammalia, also wieder Mischung und Säugetier. Und dieses hier, das ist ein Tauntaun, das kennen Sie wahrscheinlich alle, das ist ein
Tier, das auf dem Eisplaneten Hoth lebt. Und das ist doch diese ganz starke Szene, wie Han Solo auf der Suche nach Luke Skywalker ist, der mit seinem Tauntaun irgendwo draußen verschollen ist. Und jetzt kommt die Nacht auf dem Eisplaneten und alle haben Angst, dass der gute Luke nun erfriert, weil ihm irgendwas passiert ist. Und es ist ja auch was passiert. Er ist auf eine Drohne getroffen vom Imperium und dann hat ihn dieses andere fiese Monster verschleppt in seine Eishöhle und hat ihn eigentlich so als Snack vorgesehen. Naja, und Han Solo ist dann der gute Retter, diesmal ohne Chewbacca, sondern mit Tauntaun unterwegs und rettet ihn ja aus dieser fiesen Eishöhle. Und diese Tauntauns, die kommen eigentlich im Film recht kurz, auf die gehe ich gleich nochmal ein. Aber als erstes möchte ich Säugetiere und Reptilien nochmal zusammenstellen. Denn Systematiker, Zoologen und Paläontologen wissen, dass die Viecher sehr eng zusammengehören. Aber vielleicht ist das nicht so allgemein bekannt. Vor fast 300 Millionen Jahren, 290 bis 270, hatten wir diese Tiere hier, diese Dimetrodon mit diesem großen Rückensegel. Die haben Sie bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Dieses Tier ist kein Dinosaurier, es ist ein Pelikosaurier. Es ist ein säugetierähnliches Reptil, also ein völlig anderes Tier als ein Dinosaurier. Das wird im Kiefer sehr deutlich und es wird hier im Schultergürtel deutlich. Das sind Details, die müssen Sie sich nicht merken. Ich sage Ihnen einfach, es ist echt eine ganz andere Sorte Viech. Und aus diesen säugetierähnlichen Reptilien sind dann die reptilienartigen Säugetiere geworden. Vor 270 Millionen bis 250 Millionen Jahren haben diese Tiere gelebt. Sie sehen, es sieht anders aus als ein Dinosaurier. Ein Dinosaurier hat alle Beine unter dem Körper, beziehungsweise die Bipeden haben die Vorderfüße dann wie Arme nach vorn gestreckt. Aber die Beine sind auf jeden Fall unter dem Körper, die waren sehr schnell. Diese Tiere hier, die sind eigentlich in ihrem Körperbau viel altmodischer. Die haben ein viel schwereres Skelett, die sehen richtig massiv aus und der Schultergürtel ist unglaublich schwer gebaut. Und die waren sehr viel langsamer als Dinosaurier, das waren keine Sprinter. Und auch der Schädel, sehen Sie hier ganz gut, war völlig anders. Ein Dinosaurier oder ein Krokodil oder andere Reptilien haben gleichförmige Zähne. Diese säugetierähnlichen Reptilien haben ungleichmäßig geformte Zähne. Die hatten schon Eckzähne als Reißzähne. Also eine völlig andere Tiergruppe und das wird am Schädel nochmal deutlich. Und die sind unglaublich schwer gebaut und sie zielen direkt auf unsere Säugetiergruppe hin. Und die haben wir dann auch schon eine ganze Weile. Die Säugetiere, die haben sich fast gleichzeitig mit den Dinosauriern entwickelt. Es wird heute oft kolportiert, dass erst die Dinos da waren und dann irgendwann moderner die Säugetiere auftraten und sie ablösten. Das ist nicht der Fall. Die Säugetiere gehen tief bis in die Kreide zurück, sind in der Trias zum Teil schon fast da gewesen. Also es sind auch recht altmodische Tiere eigentlich. Der hier ist ein neumodischer, das ist einfach ein Säbelzahntiger. Und hier haben sie ganz wunderbar die Eckzähne, völlig unübersehbar. Gucken wir uns mal den Planeten Tatooine an. Zwei Sonnen, ein reiner Wüstenplanet. Also vor 5 Jahren haben wir darüber noch Witze gemacht und gesagt, oh, so ein Blödsinn, so ein ganzer Planet, der nur aus Wüsten besteht, das ist ja völlig lächerlich. Die Planeten werden ja genauso ökologische Zonen haben wie die Erde. Ja, Pustekuchen. Mittlerweile wissen wir natürlich, dass das Weltraumteleskop Kepler sehr wohl genau sowas mittlerweile entdeckt hat. Wir haben Systeme mit 2 Sonnen und mit mehreren Planeten. Also echte Doppelsterne umkreisen einen gemeinsamen Schwerpunkt. Sie sind gravitativ aneinander gebunden und unser nächster Doppelstern ist Alpha Centauri. Ist ein bisschen weit weg von hier, um hinzufliegen, aber er ist in Sichtweite. Exoplaneten können vorkommen, wissen wir mittlerweile auch. Wir lachen über sowas wie im Star Wars Film heute gar nicht mehr so laut. Und das Weltraumteleskop Kepler hat im Jahre 2012 um das Doppelsternsystem Kepler 47 sogar gleich 2 Exoplaneten entdeckt. Und die sind auch auf stabilen Umlaufbahnen. Ja, jetzt haben wir also doch sowas, wie George Lucas das mit Tatooine damals präsentiert hat. Okay, ich muss Ihnen das wahrscheinlich gar nicht erzählen, dass so eine Doppelsonne bedeutet, dass da eine sehr hohe Verdunstungsrate ist, dass wer auch immer und was auch immer dort lebt, sich vor Strahlung wird schützen müssen, dass die wahrscheinlich damit klarkommen müssen, dass es ungefähr nie Nacht wird. Da müssen ganz andere Stoffwechselsysteme eingeschaltet werden. Die Pflanzen müssen ganz andere Schutzmechanismen gegen Verdunstung, gegen Strahlung haben. Das dürfte ziemlich interessant sein, sowas mal direkt zu analysieren. Ich freue mich darauf, wenn wir hinkommen. Und da haben wir ein Bild vom Planeten Tatooine, kurz die Szene, C-3PO und sein Kumpel R2 sind da ja verstreut gelandet und versuchen jetzt zueinander zu finden und gehen durch die Wüste. Und ich habe das als 13-Jährige gesehen und habe gesehen, oh, ein Dinosaurier. Und ich hätte so gerne viel mehr darüber gewusst und leider war es nur eine ganz kurze Kameraeinstellung und dann war die Kamera schon wieder weiter. Es ist tatsächlich ein Dinosaurier. Nicht nur einer, sondern es ist zusammengebaut aus mehreren. Also George Lucas meint, es sei ein Great Dragon. Aber
Das ist Blödsinn. Das ist eine der wenigen Lebensformen, die keinen Sinn ergibt hier. Die hat nämlich viel zu viele Beine. Das müsste eigentlich ein ganz normaler Tetrapode sein. Im Jungstadium ist er das wohl auch und mit späterem, mit zunehmendem Alter soll er dann mehr Beine entwickeln. Das ist total unlogisch, das können wir ihm so nicht abnehmen. Also es ist natürlich doch ein Dino. Und einige Vollnerds, die sich nicht nur für Science-Fiction interessieren, sondern auch noch Paläontologie beherrschen, die haben das mal analysiert und haben sich mal ganz genau die Wirbelfortsätze hier angeguckt und den Schädel mit diesem höheren Kamm und den Stiftzähnen. Und die sind dazu gekommen, also das muss von einem Diplodocus sein, die meisten Teile davon. Das finde ich fast noch aufregender, diese Erklärung dafür. Dann haben wir dort auch die Bandhas. Das ist so eine Art wie superhaariger Elefant mit Breitmaul. Und die sind durch ihr Fell, wie so ein Kamel, auch ganz gut gegen die Sonne geschützt. Und die Bandhas sind Reittiere von diesen sogenannten Tusken, die sitzen oben drauf, das sind Sandleute. Im ersten Film sind das die Bösen, die natürlich den armen Luke Skywalker töten wollen und sich auf ihn stürzen und ihn dann auch entführen wollen, aber Obi-Wan Kenobi stellt sich ja davor. Und in einem der neueren Filme gibt es dann mehr über die Tusken, dass die ein funktionierendes Dorfleben haben, dass die eigentlich gar nicht so böse sind, sondern irgendwie nur böse gucken, ein bisschen Probleme haben, Freunde zu bekommen und so. Also da ist dann auf einmal die gesamte Soziologie doch hinter. Das wird ganz interessant noch. Und also das hier habe ich auch nur im Buch gesehen. In den Filmen habe ich überhaupt nicht gesehen, was für eine tolle Zunge die Bandhas haben und dass sie damit kommunizieren können und signalisieren können. Also ich finde das ziemlich abgefahren. Ich kann mir allerdings kaum vorstellen, wie ein Tier, das bei solcher Trockenheit eigentlich ständig einen trockenen Mund haben muss, eine solche lange Zunge benutzen wird. Naja, vielleicht gibt es eine logische Erklärung dafür. Manche Leute meinen auch, das seien gar keine echten Tiere gewesen, sondern verkleidete Elefanten. Aber das sind natürlich böse Zungen, die sowas behaupten. Und dann gibt es dann auch diesen Dubek, den ich auch sehr interessant fand. Das ist nämlich eine ganz liebe Echse. Über den erfährt man im Film auch nicht so sehr viel. Und ich kann Ihnen leider auch kein gutes Exemplar dafür auf der Erde vorstellen. Das gibt es nämlich einfach nicht. Gute Echsen sind echt Fehlanzeige. Die kann man nicht zähmen. Ein Reptil geht bestenfalls dahin, wo es warm ist. Und manche Schlangen spiegeln ihren Betreuern und Besitzern dann vor, dass sie gerne um die Hand gewickelt sind oder um den Hals gewickelt. Aber das geht dann nur um Körperwärme. Man sollte sich da nichts vormachen. Auf der Erde hält man sich die Viecher eigentlich lieber vom Hals. Hier haben wir jemanden auf der Insel Komodo mit dem Varan davor. Und was der freundliche junge Mann hier in der Hand hat, das ist ein Stab, um sich dieses Vieh vom Hals zu halten. Die sind super schnell, die können sich auf die Hinterbeine stellen. Die haben fiese dreieckige Zähne und einen Mundgeruch, der schlimmer ist als alles, was man von Drachen in Filmen so gesagt bekommt. Und die sind absolut tödlich. Die beißen ihre Beute einmal an und haben derartige verfaulende Strukturen zwischen den Zähnen von den letzten 10 Jahren Beute greifen, dass sie garantiert dann mindestens ein Bein verlieren oder ganz verfaulen. Also diese Viecher sind echt übel. Einige Leute haben dann versucht, Dinosaurier zu zähmen, aber das hat auch nicht geklappt. Das zweite Buch, das ich mitgebracht habe, das heißt Dinosaurier nicht nur für Haus, Hof und Garten von Professor Mash. Das ist auch ein wirklich sehenswertes Buch, Sie können es sich nachher gerne angucken. Aber das hat nicht gut geklappt, er hat hier diese Coelurosaurier dann nicht genügend beaufsichtigt und die haben in der Küche dann randaliert. Das ist echt nervig. Dann gibt es noch so ganz kleine Organismen, die in den Filmen überhaupt nicht richtig vorkommen. Also das hier sind Sandzecken, das kann man sich so richtig vorstellen, wie nervig die sind. Wenn so ein Bandha es dann irgendwo am Bauch juckt oder so. Und das, also ich kann mir das wirklich vorstellen, dass die armen Tiere fast in die Verzweiflung getrieben werden. Und das hier finde ich auch sehr nett, das sind Mini-Reptomammalia. Und die haben 4 Flügel, absolut faszinierend. Und sie klauben Bandha-Wolle, wahrscheinlich klauen sie auch noch ganz andere Sachen. Die sind auch bestimmt richtige kleine Nervensägen. Dann haben wir hier noch was ganz, ganz Fieses, nämlich den Sarlak, die Trichterfalle im Wüstensand. Es gibt da so eine Szene, wo Han Solo von Jabba the Hutt gefangen genommen worden ist und er ist ja erblindet wegen dieser Kohlenstoffgefriersache und er steht jetzt auf dieser Planke, wie bei so einem alten Piratenschiff, von dieser Lustbarke von Jabba dem Hutten und soll jetzt über die Planke gehen und an den Sarlak verfüttert werden und dort im Magen 1000 Jahre Qualen erleiden während einer 1000-jährigen Verdauungszeit. Irgendwie unlogisch, dass die Verdauungszeit länger ist als die Lebensspanne. Naja, okay. Ich würde bei Star Wars nicht so viel mit Logik machen. Der Sarlak sieht jedenfalls nicht nur aus wie ein großer Trichter mit fiesen Zähnen drin, sondern der hat hier auch noch so einen Hinterteil. Der ist allerdings als junges Tier nur mobil und danach wird er dann sehr ziel, sucht sich da ein entsprechendes Loch und bleibt dann da und verdaut fröhlich vor sich hin. Auf der Erde gibt es tatsächlich ein Pendant dazu, das ist der Ameisenlöwe, die Larve der Ameisenjungfer, eine Libelle. Und Libellenlarven sind wirklich richtige, reißende Tiere. Also da bin ich manchmal sehr froh, dass ich so groß bin.
weil die sind für mich völlig unerheblich. Die sind nur 1,5 Zentimeter groß. Aber für eine Ameise ist das wirklich Armageddon. Und die haben auch so Trichter. Also ist schon ziemlich interessant, das viermal in ganz groß zu zeigen. Die Alien-Toolbox für den Salak sagt nichts Gutes für dieses Tier. Es ist auf jeden Fall kein Partner und keine Dekoration, sondern ein ernstzunehmender Gegner. Es soll kämpfen, ja, also eigentlich soll es ja nur schlucken. Und es soll Angst machen, es verdaut die Beute 1000 Jahre lang, wirklich grauenvoll. Und es hat als irdisches Vorbild den Ameisenlöwen, ist aber viel schlimmer, weil auch für uns ein Problem. Und er hat ziemlich viele irgendwelche Zähne, Augensysteme und sonst was, das kriegt man aber nicht so genau mit. Es bleibt so ein bisschen im Verborgenen. Er ist glatt und echt groß und er lebt in der Wüste. Und es ist absolut ein Monster, wie wir ganz klar hier gerade nachgewiesen haben. Dann haben wir noch so Sachen, die nur so angesprochen werden im Film. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Luke Skywalker prahlt, was er mit seiner T-14 und T-16 zu Hause gemacht hat. Und er hat Wurmratten abgeknallt. Meine Güte. Macht er so diesen Penela-Streit mit Han Solo, wo sie sich gegenseitig überbieten, was für tolle Typen sie sind. Ja. Und das hier ist eine Wurmratte. Es ist ein recht kleines, eigentlich harmloses Lebewesen. Ich weiß nicht, warum man solche Tiere abknallen soll. Das macht ihn mir sehr unsympathisch. Eigentlich ist der charakterlich gar nicht geeignet, ein Jedi-Ritter zu werden. Ne? Naja, das wussten die wahrscheinlich nicht. Und auf der Erde gibt es auch ein Vorbild dazu, nämlich ein Opossum. Das sieht ungefähr genauso aus, hat ein paar mehr Haare und die Mutter kümmert sich auch so um ihre Kinder. Und die Wurmratte sieht hier jetzt nicht so sympathisch aus, aber Opossums können auch süß, wenn sie wollen. Ist doch niedlich. Ah, oh, schön, die Reaktion bei den Skeptikern. Wie süß! Schön! Kommen wir mal zum Eisplaneten Hoth. Da haben wir jetzt das Towntown, über das ich eben schon kurz gesprochen habe. Es ist ein Tier, das so eine Mischung aus, naja, kommen wir gleich zu. Es ist warmblütig, es hat zwei Paar Nüstern übereinander geschlitzt, waagerecht. Es hat Fell und Schuppen darunter, das ist für mich im Film gar nicht zu sehen gewesen. Es hat eine sehr dicke Fettschicht und darum wird ja Luke Skywalker auch in dieses tote Towntown eingepackt, um dann nachts nicht zu erfrieren. Und es hat einen ziemlich üblen Geruch und nachts soll ich diesen Geruch herabstellen. Also es kann seinen Geruch nachts ausschalten, damit es nachts nicht von Beutegreifern überrascht wird. Das halte ich für wenig logisch, ehrlich gesagt. Es ernährt sich total harmlos von Algen und Moos unter dem Eis. Es ist lebendgebärend und hat Kropfmilch als Babynahrung, wie wir das auch bei uns auf der Erde von Vögeln, zum Beispiel von Tauben, kennen. Und es ist eine Mischung aus Känguru, Strauß und Widder. Oder Schaf. Ja, eigentlich haben wir das im Zoo auch ganz gut so nachweisen können, wie Towntowns aussehen. Und hier ist ein Wampa, ein furchtbar grauenvolles Monster in seiner Höhle. Und es hat Luke Skywalker ja geklaut und er ist dann da oben angeklebt im Eis, ist festgefroren. Also das ist schon ein ziemliches Monster. Es ist allerdings in Star Wars auch für andere Sachen benutzt worden. Also wenn das Wampa jetzt Luke Skywalker aufgefressen hätte, hätte man sich mit dem Fell irgendwie noch einen schönen Tag machen können. Das wird oft für modische Zwecke eingesetzt oder auch so als Bettvorleger. Auf jeden Fall ist es warm und kleidsam. Kommen wir zum Dschungel, Steppen- und Wasserplaneten Naboo. Das ist wirklich eine Welt voller Klischees. Hier haben wir einen kontinentalen Gürtel mit kleinen Wasserbereichen, der in einem ozeanischen Gürtel liegt. Ein toller Planet eigentlich. Allerdings doch ein bisschen kitschig mit diesen lieblichen Landschaften. Vielleicht haben Sie diese Szene gesehen, wo Luke und Königin Amidala so über die Wiese rollen. Also ich fand es ein bisschen zu heftig. Das war schlimmer als die Blaue Lagune. Und auf Naboo gibt es jede Menge toll zivilisierter Leute mit super klasse Gewändern. Denken Sie nur, wie viele Klamotten Königin Amidala hatte und wie die immer super aufgebrezelt war. Also wow. Und die haben auch ganz tolle Tiere dort, die kamen im Film auch gar nicht so rüber. Also dieses hier ist zum Beispiel eine Säbelzahnkatze mit Hufen, eine Tusk Cat. Die hat hier Hufe, hier Säbelzähne und die wird zur Bewachung von Herden und als Reittier gleichzeitig eingesetzt. Und die Leute haben dann auch so tolle Klamotten da und also schon echt ziemlich, die machen richtig was her. Und dann haben wir hier noch diese Gualamas und Gualaras. Das sind Gualamas, das sind Gualaras. Das sind so ein bisschen wie Lama und Alpaka. Also das eine ist die Wildform. Die hier, die wohnen eher im Gebirge, die haben scharfkantige Hufe, die haben etwas kürzeres Fell und etwas größere Hörner. Und die sehen nicht so ganz toll aus. Und die Zuchttiere, die Zuchtformen sind etwas größer, haben noch etwas schärfere Hufe und ein total schönes Fell drüber, hier mit so einem wunderschönen, ausgekämmten Schwanz. Also Wahnsinn, das Tier darf sich bestimmt niemals im Staub wälzen. Und die werden halt so als Pracht- und Paradetiere dann auch hergerichtet. Und das Fell wird auch geschoren und für Strickwaren benutzt.
Aber Königin Amidala im Strickpullover kann man sich nicht vorstellen. Ne? Also gehen wir mal die Alien Toolbox durch. Die sind auf jeden Fall Partner und Dekoration gleichzeitig. Super, wie Pferde. Sie lassen sich reiten. Sie bewachen auch die Herden manchmal mit. Sie sind ein bisschen wie Barbies Pferd, finde ich. Die haben vier Beine, sehen aus wie Pferde, sind haarig, äußerst gepflegt, ein bisschen intelligent und leben in diesem wunderschönen Ökosystem mit Wüste, Eis, Weiden auf dem Gebirge und sowas. Also das ist schon richtig nett. Die machen was her. Und dann gibt es dieses Eopi. Das habe ich im Film überhaupt nicht gesehen, sondern erst in diesem Buch entdeckt. Und ich war hin und weg von diesem Tier. Weil die sind echt abgefahren. Das sind auch so wie so ein Kamel so etwa. Die haben hier so eine rüsselartige Schnauze, vier sehr lange Beine mit Hufen dran. Und zwar so weiche, schwielige Hufe sind das. Ich finde, das sieht sehr ähnlich aus wie ein Kamel. Und sie werden auch von den Leuten gehegt und gepflegt. Und wahrscheinlich kann man auch noch ihre Milch trinken. Und die knien hier auch so ab wie ein Kamel. Also die sind sehr kamelähnlich. Und ich habe hier mal analysiert, was da heute so drin sein könnte. Einmal haben wir hier das Dromedar, wie es heute in den Wüsten Afrikas, Kleinasiens und ja auch Australiens lebt. Und hier haben wir die Macrauchenia. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Tier kennen. Mir ist das in dem Film Ice Age aufgefallen. Da waren nämlich sämtliche paläontologischen Tiere, die eine Parade machten. Ich habe in wenigen anderen Filmen diese Tiere sonst jemals gesehen. Also Ice Age fand ich aus paläontologischer Sicht fantastisch. Eine der wenigen Darstellungen auch der Burgess Shale. Ja, also die Macrauchenia ist ganz klar aus diesen Tieren geklaut. Die Macrauchenia war, meine ich, auch in die Richtung der Kamele gerückt. Da hat sie aber gerade in der Systematik gerappelt. Die wird jetzt wieder ein bisschen weiter davon weggestellt. Aber letztendlich ist das für uns egal. Sie hat diesen Rüssel und die ist garantiert ein Vorbild für dieses Eopi gewesen. Kommen wir noch zu anderen Tieren. Das Ikopi finde ich auch wunderschön. Habe ich auch nur in diesem Buch gesehen und überhaupt nicht in den Filmen. Es ist ein Tier, das mich sehr an das Okapi erinnert hat. Mit einem anderen Geweih allerdings noch. Es hat eine lange Zunge, es hat lange Beine, es hat diese wunderschöne kastanienfarbene Decke als Färbung und ja, dann dieses tolle Geweih dazu. Und es ist für mich eine Mischung aus Wapiti-Hirsch und Okapi. Das Okapi ist ja eine Waldgiraffe. Ich weiß gar nicht, ob im Frankfurter Zoo welche sind. Ja? Okay. Das sind wunderschöne Tiere. Dieses Shiru finde ich ziemlich schräg, das wohnt so eher im Sumpf und das kann sich ganz toll tarnen. Das ist eine Art Schildkröte mit noch besserer Tarnvorrichtung. Habe ich übrigens im Film auch nicht gesehen. Die haben uns echt viel vorenthalten. Vielleicht kommt das in den nächsten 20 Folgen noch. Mal gucken und warten. Naboo ist ein außergewöhnlicher Planet, sagt sogar Senator Bail Organa, denn sein Inneres besteht aus porösem Felsgestein und ist dann durchzogen von Plasma. Es ist eine stark energiegeladene Substanz. Ich habe bis jetzt nicht verstanden, was es mit diesem Plasma auf sich hat. Ich werde mich überraschen lassen. Vielleicht kann es mir doch noch mal jemand erklären. Vielleicht finde ich ja noch einen Star-Wars-Geologen irgendwann mal. Naboo ist für mich, weil ich aus der Meeresbiologie komme, eine ganz besondere Sache gewesen, weil diese Naboo-Abyss so ein Wassersystem war. Und diese Reise der Jedi-Ritter durch das Innere des Planeten, der ja diese Wasserstrukturen hatte, mit diesen Lebensformen unter Wasser, das war für mich einfach traumhaft. Da hätte ich wirklich noch 20 Minuten mehr von gucken wollen. Und ich habe mal einige der Ökosysteme hier mitgebracht, nur mal kurz zum Reingucken. Das ist ein Oberflächenökosystem in nicht so tiefem Gewässer. Wir haben hier einen großen Beutegreifer, der auf dem Boden grast oder vielleicht auch andere Tiere aufnimmt. Hier haben wir Tiere, die aussehen wie Krebse. Hier haben wir so eine Art Fischschwarm und irgendwie sieht das ganz ähnlich aus wie irdische Gewässer. Hier ist so eine Art Marder oder Nerz oder Otter. Also kann man auch wieder sehen, wo da die irdischen Vorfahren sind. Und auf Naboo gibt es dann auch Städte unter Wasser und das fand ich wirklich wunderschön. Von der Ausführung her. Die Organismen, die da leben, sind mir zwar gerade wegen Jar Jar Binks eigentlich eher ziemlich auf die Nerven gegangen, aber diese Städte hätte man vielleicht dann ohne Ton besser angucken können. Und diese Abyss, die war für mich einfach ein Traum. Hier haben wir also unsere beiden wackeren Jedi-Ritter in ihrer kleinen Fluchtschaukel und da hinten sehen wir schon, wie das Verderben naht. Das kann ja nicht gut gehen. Und das Verderben ist in diesem Fall ein OP, so heißt das Tier. Das ist vorne etwas, was aussieht wie ein Seewolf. Und hinten sieht es aus wie ein Krustentier, also ein Krebs. Finde ich ganz interessant von der Zusammenstellung her. Und hier sieht es dann wieder aus, als ob es noch eine Quastenflosser-Extremität hat. Also da hat sich jemand so richtig bei verlustiert und diese Viecher zusammengebaut. Und das OP ist das kleinste an Monstern, was dort gibt. Da gibt es den Colo-Clawfish, der ist ja dann der nächste, der den OP erbeutet. Und dahinter kommt ja dann ein noch größeres Monster. Das ist das Aquamonster, was die beiden anderen einfach in den Pfoten und im Maul hat. Also eine klasse Szene. Kommen wir zum Sumpfplaneten Dagobah.
Das ist ja dieser Film, dieser Planet, auf dem dann Yoda lebt, den Luke Skywalker ja finden möchte, um dort seine Unterweisungen als Jedi-Ritter fortzusetzen. Und dieser Planet ist recht beklemmend für uns als Menschen. Er besteht aus Sumpf. Ich habe hier mal ein bisschen vom tropischen Regenwald mit reinkopiert und da haben wir diese Schicht, das ist die untere Kraut- und Strauchschicht. Dann haben wir eine niedrigere, eine mittlere Baumschicht, dann kommt die obere Wipfelschicht und noch die Schicht der Urwaldriesen, die ganz oben rausguckt. Und Dagobah kam mir sehr ähnlich vor. Und darunter war dann einfach noch ein bisschen Sumpf, wie wir das heute auch aus vielen Regenwäldern kennen. Da sind ja immer Überschwemmungswälder dabei, zum Beispiel im amazonischen Regenwald. Also alles Sachen, die wir so kennen. Und die Alien-Toolbox für das Viehzeug im Dagobah-Sumpf, die ist schon so ein bisschen auf Angst getrimmt. Ne? Also das sollen auf jeden Fall Gegner sein und Dekorationen gleichzeitig. Luke Skywalker wird ja hart geprüft, es ist eine Prüfung für ihn. Er soll Angst bekommen, er soll irritiert sein, er soll sich unwohl fühlen. Und die irdischen Stereotypen sind Schlangen, Schnecken und andere Sumpfkreaturen. Die haben meistens weniger Arme und Beine, sie sind glatt und schleimig. Die haben so Sumpffarben und schleichen halt auch durch den Sumpf. Es gibt so eine Szene, wo so Riesenschlangen hängen und Luke Skywalker die so zur Seite nimmt, um darunter hindurchzugehen. Und die meisten Leute wissen, dass Riesenschlangen überhaupt gar nicht furchterregend sind, sondern einfach Viecher, denen das völlig recht ist, wenn man sie einfach in Ruhe lässt. Also diese Angst, das haben sogar die Kinder dem Film nicht abgenommen. Das fand ich bei dem Zoodurchgang mit den Kindern ganz witzig, weil die mir auch gesagt haben, ja klar, das stimmt doch gar nicht, Schlangen sind doch gar nicht böse. Also da hat George Lucas einfach seine Zuschauer etwas unterschätzt. Jetzt, glaube ich. Und dann haben wir ja noch ein ganz übles Monster aus dem ersten Film, was man auch nur ganz kurz gesehen hat. Das ist nämlich die Szene in der Müllkammer. Ich weiß nicht, ob Sie es vor Augen haben. Und dieses Tier heißt Dianoga. Und da ist so ein Auge und dann so Tentakel. Hier ist noch eine andere Abbildung. Hier ist auch ein Auge und 8 Tentakel und in der Mitte ein Maul. Irgendwie kommt uns das doch ziemlich bekannt vor, oder? Hier haben wir etwas mit 8 Tentakeln und 2 Augen und das ist unser guter alter Oktopus. Ja, der hat mittlerweile auch seinen Schrecken verloren. Vor 100 Jahren hatte noch jeder Angst vor dem Riesen-Oktopus, vor dem Quaken. Beware of the Quaken. In Jules Verne hat er noch ein echtes Monster-Etikett drauf. Und auch Cthulhu ist ein Monster, das aussieht wie ein Kraken. Aber mittlerweile sind die Viecher ja völlig rehabilitiert. Also heute hat man die eher so mit dem Spaßfaktor versehen, weil die super intelligent sind und einfach auch witzige Einfälle haben. Mittlerweile werden sie sogar bei uns ja jobmäßig als Fußball-Orakel mit eingesetzt. Also der hat echt einen ziemlichen Imagewandel hinter sich. Und das Ergebnis, man kann das ganz klar zusammenfassen, die Tiere im Star Wars-Universum, die sind gar nicht so schrecklich fremdartig und wir haben ganz viele Vorlagen dafür auf der guten alten Erde. In manchen Fällen hat das Star Wars-Universum auch einfach die terranische Fauna und Flora beeinflusst. Ich weiß nicht, ob Sie das am Rande mitbekommen haben. Es gibt hier eine Hornmilde und die ist von ihrem Entdecker Darth Vaderum, Queen's Lady, genannt worden. Und zwar, weil der Rückenschild dieser Wanze so ein bisschen an Darth Vaders Maske erinnert hat. Und das Tier ist eine Baumwanze, die Baumsäfte saugt. Also es ist nicht wirklich furchteinflößend und trägt wahrscheinlich auch gar keinen Umhang. Ja, ob das jetzt Herrn Vader recht ist, weiß ich nicht. Es nagt so ein bisschen an seinem Image, aber ist nur so. Und die echten Außerirdischen, die von den Biologen wirklich erwartet werden, das sind natürlich keine großen Sachen, sondern das sind eher die ganz kleinen, so Mikroorganismen, Bakterien, Pilze, Archaeen, Viren. Hier habe ich so ein paar mitgebracht, die müssen gar nicht schrecklich sein, die können auch total knuffig sein. Hier ist E. coli, da ist ein Erkältungserreger, hier ist Bierhefe, dann haben wir den Influenza-Virus und Stomach Age, ja, das ist wahrscheinlich der Helicobacter pyloris. Also die sind gar nicht so schrecklich, man muss sie einfach persönlich kennenlernen, dann sind die auch ganz nett. Das ist übrigens der erfahrenste Raumfahrer auf der Erde, der hat noch nie eine echte Ehrung bekommen, das ist Deinococcus radiodurans, die sind sogar voll resistent gegen radioaktive Strahlung. Und Forscher suchen nach Aliens auch auf der Erde in extremen Ökosystemen, und zwar in heißen Quellen, das sind die Hot Vents. Dann haben wir natürlich im Yellowstone, in den ganzen heißen Quellen mit diesen fiesen mineralischen Ablagerungen, die völlig lebensfeindlich erscheinen, von Schwefel und was und kochend heißem Wasser. Und da sind aber eine ganze Menge Viecher, die tatsächlich dort leben und denen es eigentlich ganz gut geht da drin. Und manche Leute denken, sowas könnte auch auf anderen Planeten sich dann angesiedelt haben. Also nur weil es irgendwo besonders heiß oder besonders kalt ist oder besonders eklig oder besonders schweflig oder weil kein Sauerstoff da ist, das ist noch lange kein Grund, dass da kein Leben ist.
Eine andere Möglichkeit ist noch, in der Antarktis zu gucken, in den subglazialen Seen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Es geht da nicht um den Eisschild in der Antarktis, sondern um die Seen, die von diesem Eisschild teilweise unter hunderten Metern von Eispanzer sind. Und die sind zum Teil schon seit mehreren Millionen Jahren völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Es sind wahrscheinlich auch Anaerobe, die dort wohnen, also anoxische Systeme. Und sie haben eine ganz andere Bakterienzusammensetzung und die Bakterien können sich dort auch ganz anders entfalten. Ich hatte mal einen Astrobiologen vor einiger Zeit interviewt und der hat dort Ablagerungen von Blaualgen gefunden. Wir nennen das Stomatolith, das kennen wir aus der Paläontologie. Im heutigen Ökosystem überleben die nicht mehr, die Bakterien, die bauen richtige Burgen, meterhohe Kegel, wenn man sie lässt. In heutigen Ökosystemen werden sie aber ausgerechnet von Enten und Gänsen einfach aufgefressen, bevor sie diese großen Ablagerungen bilden können. Darum kennen wir die nur aus der Paläontologie, bevor es Enten gab. Und in der Antarktis, in diesen subglazialen Seen, da sind sie erhalten. Es war total abgefahren, was man da gefunden hat. In der Atacama-Wüste wird auch viel geguckt, also Wüsten sind auch für extremophile Bakterien gut und dann erwarten wir auf dem Jupitermond Europa einige dieser Ökosysteme wiederzufinden. Aber das ist eine andere Geschichte. Hier ist diese Situation im Lake Untersee, das ist einer von diesen subglazialen Seen und ein US-amerikanischer Astrobiologe, der auch Extremtaucher ist, der geht tatsächlich regelmäßig in der Antarktis oder in Grönland tauchen, unter diesen Eispanzern, das ist wirklich Hardcore, was der Typ macht. Und der hat da eben diese Bakterienkegel entdeckt. Und das Irre ist, die sind eben unter dem Eispanzer und da kommt aber immer noch etwas Licht rein. Aber die haben ganz andere Farbstoffe für die Energiefixierung. Die funktionieren völlig anders, die funktionieren eher wie Rotalgen, also andere Stoffwechsel, Stoffkreisläufe. Das ist wirklich interessant, was da abgeht. Und die haben bis in 80 Meter Tiefe tatsächlich diese Organismen gefunden, die diese Kegel bilden. Also eine richtige Städte unter Wasser, Bakterienstädte sind das. Dann haben wir hier noch extremophile Mikroorganismen, also so sehen die wahrscheinlich aus, sehr viel weniger aufsehenerregend. Und noch ein Star unter den astrobiologischen Organismen ist das Bärtierchen, haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, das sieht aus wie ein Teddybär oder wie ein Gummibärchen, aber mit einem Beinpaar zu viel. Das sind sehr kleine Organismen, sie sind irgendwie so vor den Arthropoden, also sie gehen so ein bisschen in Richtung Insekten, Krebse, Spinnen und sowas, sind aber weit vorher abgezweigt und sehr altmodische Organismen, allerdings ausgesprochen hart im Nehmen. Diese Tiere können nämlich komplett eintrocknen, wenn man die zum Beispiel im All im Vakuum aussetzt, die trocknen komplett ein, sind dann im Tönnchenstadium und dann kann man später wieder Wasser drauf gießen und dann poppen die wieder auf und sind wieder vollständige kleine Bärtierchen. Also sie sind total knuffig und die gibt es auch in unseren Wäldern, in den Moosschichten, die heißen auch Moosbärchen. Und die sind total hardcore, weil die sogar radioaktive Strahlung abkönnen. Also da hatte man, 1000 von denen mitgenommen und vielleicht waren vielleicht noch 3 fortpflanzungsfähig. Aber sie haben überhaupt überlebt, einige von ihnen. Also sind schon ziemlich interessant. Und ich kann Ihnen versichern, dass keine Tiere irgendwie ein Leid erfahren haben bei der Produktion dieses Vortrags. Das sind die beiden Bücher, die habe ich auch hier vorne liegen, wenn Sie sie in der Pause anschauen möchten. Ich bin hier auch gerne gleich noch für Fragen. Und ich finde, man sollte bei diesen ganzen außerirdischen Organismen den Schutz unserer eigenen Meere und unseres eigenen Planeten nicht außer Acht lassen. Ich gehöre zu dieser Umweltschutzorganisation. Falls Sie über die was lesen möchten, finden Sie das im Internet. Ich schreibe auch gern über die. Und hier ist mein Science-Blog, falls jemand von Ihnen noch mehr von mir lesen möchte. Dieser Vortrag ist aber nicht auf dem Blog, den behalte ich für mich. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.